So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von der 5. Staffel City Skylines. In dieser Folge wollen wir uns damit so ein bisschen beschäftigen, was ist hier los, wieso kommt hier nichts, vielleicht brauchen die Fahrzeuge auch einfach mega lang, um da hinzukommen. Um das kurz nachzugucken, kaufen wir uns hier oben nochmal schnell das Land. Hallo, lieber Vogel. Genau, das heißt, wir gucken einmal kurz hier nach. Läuft hier Verkehr? Ja, es läuft Verkehr. Wieso kommt hier kein Verkehr? Ich habe keine Ahnung. Ah, vielleicht liegt es an den Verkehrsabfahrten. Das kann natürlich sein. Weil Daniel hat nicht aufgepasst, eventuell in der letzten Folge, und hat die Auffahrt noch verkehrt rum gehabt. Hä? Ja. Da sehen wir das schon, das ist falsch. Das heißt, die ist auch falsch. So, dann reißen wir die kurz ab. Hier hinten sind das aber Auffahrten, ne? Ja. So. Das heißt, wir packen die einmal an und sagen dann... Ja, wieso konnte ich... Alles klar. Okay. Das Problem hätten wir auch einfach lösen können, indem wir die Polarität umgedreht haben, hätten. Dann hätten wir das Problem so schnell wie möglich behoben gehabt. So, dann sollten hier auch die ersten Fahrzeuge in näherer Zukunft kommen. Schätzungsweise von links. Man weiß ja nie. So. Ja, da fahren auf jeden Fall ganz viele Autos durch. 500, 600 Einwohner haben wir. Das heißt, die ersten Leute kommen. Sollten kommen. Jawohl, hier unten kommen sie. Nee, von rechts kommen sie. Nee, von geradeaus. Sehr interessant. Ich muss mich erst an diese Kreuzung da unten gewöhnen. Die sieht nämlich ein bisschen anders aus als die bisherigen. Und deswegen ist das so ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. So. Was wollte ich sagen? Genau, in dieser Folge, in dieser Season will ich ja diese Blockbereiche machen. Also das heißt immer so mal einen Block hier rum, einen Block darum, vielleicht auch mehrere in Reihe und sowas. Da müssen wir mal schauen, wie weit das geht. Hier hinten mache ich erstmal unser kleines Industriegebiet hin. Um einfach zu schauen, jo, läuft das oder läuft das nicht. So, dann bauen wir hier gleich mal aus. So mittiger. Da. Genau, das sollte dann hier auch relativ schnell gehen. Jawohl, so sieht das doch gut aus. Die Einwohner kommen, die ersten 1000 sind da. Das Industriegebiet kommt hier auch langsam in Fahrt. So, erstmal Steuerung A wegmachen. Holla, die Waldfee, wie viele Autos sind denn das? Ups. Was fehlt natürlich oder darf nicht fehlen in der Stadt? Die Feuerwehr und die Polizei. Um hier das vorzubeugen, nehmen wir... Wie breit ist denn die? Die ist genau 8. Das ist ja schon ein Meisterwerk, sowas abzustimmen. Das heißt, wir erweitern die dann auf... Warte mal, kurz abreißen. Auf 2. Auf 32 statt 33. Dann hier auch wieder 32, dann runter. Haben wir nämlich hier einfach immer den perfekten Schnitt. Wir wissen auch genau, was halt wichtig ist. Für uns. So. Zack. Und dann nehmen wir die hier, gehen dann dahin und dahin. So. Das heißt, die Feuerwehr haben, die Feuerwehr haben wir. Um dann jetzt noch der Polizei zu helfen, haben wir auch noch ein paar nette Gebäude. Ja, und ich habe auch ein paar Gebäude aus dem Workshop genommen, die nicht unbedingt zum Europa-Thema passen. Also nicht wundern. So. Zack, dann machen wir das dahin. Krankenhaus brauchen wir auf jeden Fall. Da habe ich auch noch so ein paar. Das wird, glaube ich, gleich ein bisschen übertrieben von der Größe. Oder? So, 4, 5, 6, 7, 8,
Und dann möchte ich dich bitte gedreht haben. Dann haben wir nämlich hier auch unser Krankenhaus. Da haben wir die Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Alles so im flacheren Style. So dass es hier passt. Genau, da wäre den Arbeiter gesucht. Ich habe auch den Autobulldozer wieder drin. Also nicht wundern, falls hier einfach mal Gebäude verschwinden. Da müssen wir da mal vielleicht genauer drauf achten, was genau da los war, ist. So, das Ding müssten wir jetzt eigentlich nochmal versetzen. Und um noch einen. Damit das hier auch wieder in der Reihe passt. So, dann reißen wir einmal kurz das ab. So. Wie? Kein Strom. So, da köpft sich jetzt hier der LKW dran, wenn er hier lang fährt. Guckt mal, oben ist überhaupt kein Kabel drüber gespannt. Lol. Wusste ich auch noch nicht. Dass oben keine Kabel rüber gehen. Das heißt, wir haben da hinten ein kleines Industriegebiet. Wir haben hier vorne Wohngebiet plus... Ach, hier ist so eine Baracke. Ja, ich habe auch mal so ein paar alte Plattenbauten mit reingetan. Ein paar Plattenbauten, da dürft ihr gespannt sein. Das sind nämlich die dann hier. Die sehen ziemlich geil aus. Muss ich sagen, hab getestet. Ach ja, Müll. Hey. Hab getestet und da sind mir diese besonders gut aufgefallen. Und ja, deswegen müssen wir da mal schauen, inwiefern wir das da weiter gutheißen können und was wir damit noch machen werden. Seht ihr ja. So 32 hier hinten. 32 da, 32 da. Dann machen wir hier mit einem versetzt nochmal eine Route rein. So, hier, irgendwo erkennen wir das, dass die eine Seite gesperrt war. Genau, also ein paar Sachen sind noch nicht drin, die müssen dann auch wieder reingemacht werden oder übernommen werden. Wie zum Beispiel halt manche ja, Segmente, die ihr noch aus der letzten Season oder sowas kennt. Ich weiß nicht, wie viele von euch die letzte Season geguckt haben oder kennen. Und ja, deswegen müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Hier vorne machen wir erstmal die Abfallwirtschaft mit rein. Da haben wir ja unsere altbekannten Bauten, wenn man die so nennen darf. Da haben wir nämlich hier unsere Abfalltechnik, die dann hier wieder perfekt reinpasst. Wir haben auch diesmal diesen Abholplatz. Den habe ich wieder mit reingenommen. Der fehlt hier, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen. Und halt so kleinere Gebäude noch zusätzlich, die jetzt hier helfen sollten. So. Abfall sollte genug erstmal sein. Dann schauen wir uns das mal an, wie das halt läuft. Und wenn nicht, müssen wir... Also wir müssen das eh noch ausbauen und umbauen, aber das ist ja nicht das Ding. Wir haben jetzt ja erst angefangen. Auch sehr schön. Die Schule hier direkt. Oh, etwas größer. So, das heißt, hier kommt dann erstmal... Oh, wir haben zwei ineinander gebaut. Wir wollen die linke abreißen. So, das heißt, wir haben hier den ersten Bedarf. Dann haben wir hier hinten einmal 0 und 0. Das ist wirklich eine Grundschule. Das ist perfekt. Ah, das ist auch eine Grundschule. Ah. Okay. Wir brauchen mehr Strom. Strom reicht nicht aus, weil Strom zu klein. Was macht Daniel, um mehr Strom zu erreichen, zu erhalten? Daniel legt Anlage neu. Anlage neu, produziere viel Strom. Voll mitten in so einen Kasten rein. Hier ist blöd, da klauen wir eben die Parkplätze. Das heißt aber, hier kriegen wir nochmal 48 Kilowatt weg. Achso, der wird per Öl betrieben. Oh. Das ist mehr als genug, was wir jetzt hier produzieren. So, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser kriegen wir auch. Problem ist, hier hinten haben wir noch keine Leitung gelegt. Klar. So. Zack. So, haben wir das auch fertig. Eventuell legen wir den Fluss dann nochmal um. Je nachdem, wie weit wir da jetzt kommen. Das heißt, Grundschulen müssten wir nochmal eine setzen. Grundschule groß. Ja,
Da. So, dann brauchen wir eine Oberschule. Haben wir nämlich noch gar nicht. Passt die denn hier? Nein, passt sie nicht. Wieso frage ich erst? So, doch, sie passt. Ja, nur, wenn man sie so hält. So, das heißt, hier nehmen wir nochmal 4 Platz. Das sind dann... Wo muss ich denn dann? Bis dahin, ne? Dann kann hier zwischen noch einmal ein Wohnhaus. So, 32... Dann machen wir erstmal ein großes Netz. Nur mit Straßen. 32. Und dann 32. Dann können wir hier nämlich auch dann die ersten öffentlichen Verkehrsmittel unterbringen. So wie wir es haben wollen. Ne? Und dann kommen wir ja schon echt gut zurecht. So. Haben wir die Feuerwehr gut eingebaut. Das Krankenhaus, die Polizei. Die Grundschule und Oberschule. Hier oben die Grundschule ist auch gut verpackt. Und dann geht es Richtung... Ich brauche hier eine Highschool. Beziehungsweise eine Oberstufe ist es ja. Dann nehmen wir einfach das Gebäude. Sieht mir ja bislang sympathischsten aus. Wir können ja im Notfall immer noch Gebäude tauschen oder so. Das ist ja... nicht so das Problem, was wir hier haben. So. Dann noch den und hier zwischen noch mal einmal hoch. So. Nee, das ist doch nicht gerade. Zwischen gerade und schief erkenne ich, glaube ich, noch den Unterschied. Achso, hier ist so eine Art kleine Bucht. Ah. Ja. Was? Wie? Tote. Naja, vielleicht sollten wir auch ein Krematorium bauen. Ha. Oder einfach einen Friedhof. Oder einfach beides. Weil, ihr habt es gesehen. So, da sind auch noch Bäume drin. Perfekt, das können wir da nicht benutzen. Dafür müssten wir dann unsere Struktur wieder aufweichen. Dass wir da halt mehr als, ja, diese Standardgebäude reinsetzen können. Nee, wie war das? Shift-P zum kontrollierten Verschieben. Schade. Das ist leider damit nicht getan. Dann setzen wir das Krematorium erstmal. Warte mal. Welches ist das hier? Wieso ist das größer? Das ist viel größer. Das ist eine Sauna. Das ist das... So kennen wir doch das Krematorium. So, weg damit. Und dann setzen wir nochmal eine Sauna. Weil über die Sauna freut sich ja jeder. Bekanntlich, das wissen wir. Vielleicht nicht unbedingt in die Mitte, sondern eher zum Beispiel dahin. Dann pflanzen wir hier nochmal ein neues Gebiet ein. So. Genau, das heißt, wir haben ja jetzt hier erstmal wieder ausreichend vorgesorgt. Genau, Verkehr läuft auch ein bisschen. Jetzt müssen die Schüler nur noch sich bilden. Davon haben wir noch genug Platz. Da haben wir auch noch genug Platz. Hier haben wir auch noch genug Platz. Das ist ja perfekt. So. Hier brauchen wir dann auch bald nochmal eine zweite Ausfahrt. Damit wir dann hier auch keine Probleme kriegen mit dem größeren Netz sozusagen. 32. Das Problem ist, ich weiß nicht, woher dieses Ding hier kommt, ne? Also wahrscheinlich von der Dings neulich, von diesem Bau. Aber ich kann damit halt nichts anfangen, ne? Und das liegt fast an der Straße, die wir hier legen wollen. Deswegen ist es für mich da so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kennt ja noch einer von euch den Mod, wo man so einen riesen
Bulldozer hatte, womit man eventuell das da wegreißen kann, weil irgendwie nervt das. Also ganz winzig nervt es. So, 90. Haben wir da irgendeinen Pfeiler? Nö. Perfekt. So. Das haben wir. Dann legen wir den hier hoch, den darüber. Dann haben wir soweit fast das Netz wieder. Nein, da kommen wir nicht lang. Okay, dann haben wir das soweit. Dann benötigen wir jetzt hier diese Querverbindungen. Jetzt mache ich die mal wieder so ein bisschen versetzt, damit wir auch weniger Probleme auf den Hauptstraßen haben bezüglich des Staus und sowas. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass es dort Probleme mit gibt, wenn wir dann ein bisschen größer ausgebaut haben. Und wir dann sehen so, da läuft was nicht so ganz und dann, ups, und dann hier und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du da in so einem Problemfeld und das will ich gleich von vornherein vermeiden. Deswegen da die Vorsichtsmaßnahmen. So. Außerdem haben wir ja dazugelernt, umso weniger Kreuzungen eigentlich aufeinander liegen, umso schneller fließt der Verkehr halt ab, umso mehr, umso länger dauert es. Zack. Dann nehmen wir den da noch und den da und gehen dann bis da hinten hin. So. Oh. Ja, die haben sich kräftig entwickelt. Eventuell ein bisschen zu kräftig für unsere Stadtverhältnisse. So. So, und dann hier nochmal ein bisschen Industrie rein. Ja, bislang läuft ja alles über eine Ampel. Das ist ja noch derzeit human, was da kommt und geht. So, hier oben plane ich dann das nächste Gewerbegebiet. Das sollte ja... Hä? Ich stehe aus Versehen ein zu nah dran gebaut. Habe ich hier einfach ein zu viel gemacht. Ich habe echt ein zu viel gemacht. So. Dann machen wir das jetzt hier. Da ist halt ein Gebiet flöten gegangen oder eine Kachel flöten gegangen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Was ist hier bitte drauf, was ich hier nicht abreißen kann? Irgendwas ist doch hier. Das könnt ihr mir doch nicht vorenthalten. So, dann halten wir uns den Bereich halt frei. Müssen wir mal gucken, wie das halt aussieht. So, dann haben wir halt hier so ein größeres zweites Gewerbegebiet. Brauchen wir schon wieder ein Krankenhaus? Oder eher ein Krematorium? Derzeit geht es eigentlich, ja... Vielleicht auch mal ein zweites Hospital. Alter, dieses Gewitter. Wie die Leute, die Angst haben bei Gewitter. Guten Tag. Wo ist denn hier die Feuerwehr, die wir brauchen, um die Ecke zu gehen? Wir haben hier das Hospital. Das Hospital ist aber auf eine Ecke angewiesen, die es hier hat. Das kenne ich doch, das Hospital. Das haben wir schon mal verwendet gehabt. Deswegen weiß ich gerade, um welches es hier geht, aber das können wir hier in dem Fall nicht gebrauchen, weil es eine schmale Straße benötigt. Wir haben aber nur eine breite. Ui, ziemlich toll das Haus. Ja. Setzen wir das Old Hospital einfach mal hier hinten hin.
Vielleicht könnte ich hiermit ja was anfangen, wenn wir da zum Beispiel hier hinten um die Ecke gehen. Oder so ähnlich. So, das hörte sich eben gerade an, als ob da kleine Kinder schreien. Aber wer kennt's ja nicht? In dem Fall sind das auch Kinder. Das können wir da derzeit nicht gebrauchen. Dann machen wir die Strecke ein bisschen länger. Nehmen dann einfach hier den Teilabschnitt. Und denken uns gerade mal, so läuft. So. Jawohl, da ist das Hospital einmal eingeweiht und zack, brennt es. Alter Schwede. Oh, ein Autotransporter. Oh, nicht schlecht. Achso, und ich habe eigentlich nur europäische Fahrzeuge reingepackt. So für die Leute, die sich gerade wundern, wieso da ein Autotransporter fuhr. Ich habe nur europäische Geborene eingepackt, die eigentlich ja sehr gut sein sollen und sich natürlich des Anblicks freuen. Und ja, ich habe hier auch ein paar Wolkenkratzer drin, scheinbar. An die ich mich nicht wirklich entsinnen kann, aber okay, das ist ja gerade nicht so wild. Da freuen wir uns einfach mal drüber. So. Hier brauchen wir aber eine breite Straße. Das ist wunderbar. Wie lange nehme ich den jetzt gerade auf? 7 Taler, 3 Minuten, 21 Minuten. Jawohl, das ist super. Das heißt, da haben wir doch schon wieder einiges geschafft. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, treiben wir langsam unsere Stadt voran. In der nächsten Folge versuchen wir dann hier nochmal so ein bisschen langsam den Bahnhof und sowas einzubauen. Eventuell heißt es dann hier nochmal so aufräumen. Vielleicht arbeiten wir dann ja mit den Gebäuden, von denen ich in der ersten Folge gesprochen hatte. Wer weiß, ne? Also wir haben noch genügend Zeit, ja, darüber zu entscheiden, was wir hier machen, was nicht kommt. Und ja, in dem Sinne würde ich erstmal sagen, war's das für diese Folge wieder. Wir sehen uns dann am morgigen Tage. Nee, doch. Ich produziere erstmal ein bisschen vor. Das heißt, wir sehen uns am Morgen. Altbekannte Zeit, erstmal 13 Uhr. Also für den 13 Uhr Slot, die sich wundern, super. Und dann würde ich sagen, schauen wir da weiter, wie es ausschaut. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Dankeschön euch fürs Zuschauen. Vogel halt endlich die Oh, hier oben gibt es einen Haken. Ich will den mit der Krone. So, weg. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder. Um 13 Uhr. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein und ciao.